Was? Wer? Kaiser? Der ist nicht da. Pool Challenge? Wer? Mir? Der Kaiser? Und echt? Ja, gut. Wer weiterleiten? Pool Challenge weg mit da. So, wenn man Kaiser anrufen. Top. Wo ist er denn wieder, der Kaiser? Eine Mailbox eingeschalten, der glaube ich ist wieder um. Ein Sommerresidenz beim Nieslsberger Hof. Bei Weinweib und Gesang der Sack. Majestät, hatte gerade einen Anruf erhalten von der Theaterwerkstatt Dölser vom Herrn Schuldirektor Micho. Wir sind nominiert für die Pool Challenge 2018. Majestät, ich bin schon nervös. Was sollen wir tun, Majestät? Bitte kommen, Majestät, umgehend in ein Sommerhäuschen in Stronach. Nach Stronach, Majestät. Unterm Woldersee, Wiesensee. Bitte beeilen Sie sich, Majestät. Hoffentlich kommt man gleich. Jetzt muss ich mal gleich was tun. Seifenstein! Majestät! Schön haben wir es hier. Ja. Seifenstein! Was? Was ist diese Cold Challenge Dingsbums? Was soll das sein? Noch nie gehört. Majestät, ich auch nicht, aber ich habe mich im Internet schlau gemacht, Majestät. Irgend so ein Vollkoffer-Idiot, weiß ich nicht mehr, Majestät, hat dieses Event ins Leben gerufen. Ah. Ja, Majestät. Und? Was soll man jetzt machen? Majestät, Sie sind der Kaiser. Ja. Ich bin nur der Seifenstein, Majestät. Und wird er gleich einen Rundruf an unsere Untertanen aussenden? Ja, und wir werden was einfallen lassen. Majestät, das habe ich schon erledigt. Wir sind keine Pfeifen und die Herausforderungen nehmen wir gerne an. Weil wir sind doch hier am Berg Isel, oder nicht? Fast, Majestät. Iselsberg. Das Reich des Großlandesfürsten Ciabella zu Moor, Majestät. Ja, okay. Also. SMS, WhatsApp, Rundruf, ja, Untertanen kommen. Wir ich warten. Ich eile, Majestät. Sehr schön. Seifenstein. Majestät. Auf uns. Unsere Untertanen. Sehr wohl, Majestät, sehr wohl. Seifenstein, hat er schon irgendeinen Plan? Wie machen wir das jetzt hier da? Bin ich der Kaiser oder du? Hey, Wollner, nicht frech werden. Majestät. Auch wenn der Pool ihm gehört. Ah ja, aber jetzt alles der Reihe nach. Bitte, Majestät. Was machen wir jetzt wirklich? Coldwater, sagt eigentlich der Name. Das Wasser ist arschkalt. Mache ich einen Test? Ah, stopp! Der Eingang! Was ist das? Sackhalt, Majestät! Was ist das? Wie machen wir es? Minus 50 Grad, Majestät. Ja, sehr schön. Dann wäre es gefahren. Ja. Dann bräuchte man Schlittschuhe. Koffer. Hat Majestät wieder recht. Ja. Also, was machen wir jetzt wirklich? Ja, was machen wir, Majestät? Ich, Majestät. Ja, die Untertanen. Ah, die Untertanen, Majestät. Ja, sehr wohl, Majestät. Wir lassen uns überraschen, wie die Untertanen erscheinen werden. Dann werden sie in Reih und Glied aufgesetzt, Majestät. Und versenkt. Jawohl, Majestät. Jawohl, das machen wir. Auf das trinken wir. Ein Prost. Hoch. Prost, Majestät. Salut. Seifenstein. Majestät, bitte. Wo sind unsere Untertanen? Wir warten. Majestät. Ich sehe schon kommen. Ah, Majestät, bitte! Kommen Sie! Majestät, ein steiler Haus, Majestät. Aha. Ja, das gefällt uns aber. Ja, das ist ja die Gräfin zum Kofler. Ist das nicht diese berühmte Pädagogin? Ja, ja, genau. Ja, sehr schön, was machen wir jetzt mit ihr? Sehr schön, dass Sie kommen. Ja, das ist mein sehr schön. Das ist eine Kultfällin. Ja, kommen noch mehr? Na, wer ist denn das? Das ist ein ganz gefährlicher Kurs, Meister. Oh, heute in Zivil! Ja, das ist ja überhaupt ein Inspektor. Ja, das freut uns auch. Quer durch die Bank, alle da. Hey! Ja, und jetzt, was haben wir da? Seifenstein? Wieder ein steiler Hass, Majestät. Ja, die ist in der Vermieterbranche anzusuchen. Ah, ja, sehr schön, das freut uns. Darf ich? Haben wir noch mehr Untertanen? Oh, da kommt ein stolzer Hecht. Das ist der Co-Vermieter von der Holzgrote. Ja, das ist sehr schön. Ein weitgereister Mann. Ja, 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 ja. Ja, das
jetzt das? Auch ein Mitglied der Maturanten, Majestät. Majestät. Sehr schön, ja. Lea, du Stromer. Ja, sehr schön. Was nein! Und dieser junge Mann, das ist der Graf von Stocher, ein Maklerheimer. Graf von Stocher, ein Makler. Makler braucht man irgendwas. Und rein! Sehr viel junges Gemüse, das gefällt uns. Das ist der Sohn des Vizelandgrafen von Stocher. Ja, der Lukas ist auch der. Der macht rein, weißt du. Was haben wir denn da? Die andere Gruppe, ja genau. Hallo. Ja, die Scholini, oh, ja, hallo. Nein, den kennen wir schon, der war schon dabei bei uns. Ah, der war schon dabei? Ja, servus, servus. Ah, der Herr Dora, hinein. Der Junge ist weg. Einer von den Cash Brothers. Ja, und das ist einer von der Reika. Ja, sehr schön, das gefällt uns. Den Landgraf zu Reika. Also, und jetzt wird er aber ja auch reinhüpfen müssen. Ach, nein! Ja? Rein, 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 bei meinen Untertanen. Kommt her ein bisschen, kommt her ein bisschen. Boah, es ist arschkalt, wir müssen schnell machen. Wir müssen sehr schnell machen. Und jetzt, lieber Wolfi Michor von der Theaterwerkstatt Dölsach, danke für deine Nominierung. Herrlich, bei diesem Kaiserwetter. Aber wir wissen, du bist ein super Rhetoriker. Du machst immer sehr super Ansprachen. Aber nominieren, das musst du noch lernen. Erstens ist das eine Cold Water Challenge, du hättest es anders sagen müssen. Also, da sparen wir uns den Grillschaß. Das ist schon immer sehr schön. Ja? Und zweitens, es gibt ein Zeitfenster. So 8 bis 10 Tage. Hast du vergessen? Wir hätten im Juli kommen können in diese schöne Sommerresidenz. Aber wir sind keine Weicheier hier am Berg. Wir sind jetzt bei dieser bitteren Kälte gekommen. Und, ja, man sieht. Aber danke, Wolfi, für die Nominierung. Und jetzt möchte man das Beste sagen für den guten Zweck. Die Sportunion Isensberg-Stronach und die Sektion Kultur spendet dem Sozialsprengel Nussdorf-Deband 500 Euro. Es ist uns eine Freude. Und des Weiteren werden wir auch ein paar Nominierungen vornehmen. Es ist das erst als erstes. Der Kirchenchor Isensberg-Stronach! Die Kirchenmäuse! Aber wir machen wieder eine richtige Nominierung, eine Grill-Bull-Challenge. Das heißt, es wird auch gegrillt, was wir nicht machen müssen. Das ist sehr schön. Als zweites den Isensberger Hof, den Sepp mit seinem rührigen Team. Er wird sicher keine 10 Tage brauchen, um das zu machen. Und dann ist noch die Landjugend Isensberg-Stronach. Ich glaube, wir sehen dann mal wieder. So, danke. Und wenn sie es nicht schaffen, wir hoffen, dass sie ein bisschen was für einen gemeinnützigen Zweck spenden. Egal was, aber hauptsächlich ist es, kommt ein bisschen was zusammen. Es sind genug Leute da oder Familien, die was das brauchen. Und dann werden wir uns bald wieder mal sehen, und zwar bei der Forschungssitzung am Isensberg 2019. Aber ich muss noch eines sagen, wir sind schon ausverkauft, haben wir die Ehre!